Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den Houston Rockets. Und ja, wir machen weiter. Direkt ohne lang zu labern. 41-19 stehen wir aktuell. Sind Erster im Westen. Haben jetzt hier in unserer dritten Saison, ja, in unserer dritten Saison müssen wir sein, richtig Bock, den Titel endlich mal zu holen. Ja. Ich bin gespannt. Okay, aktuell hätten wir auch hier den, keine Ahnung, wievielten Pick. Aber ich meine, der Draft juckt uns auch, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht. Wir sind fokussiert, hier Siege zu holen weiter. Und natürlich vor allem dann in den Playoffs zu rasieren. Regular Season schön und gut. Am Ende des Tages zählt natürlich, was dann in den Playoffs läuft. Wow, okay, wir lassen uns hier gerade ein bisschen von dem Magic abschießen. Gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, ich finde es auch gut. Wir müssen auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Bisschen trainieren, dass ich hier ein bisschen mit dem Team spiele, weil ja, in den Playoffs wird es natürlich dann ernst und da will ich dann auch vernünftig mit dem Team umgehen können und nicht nur mich am Ende immer auf eine Isolation mit Franz Wagner verlassen müssen. Ihr wisst Bescheid. So, mal gucken. Duncan Robinson noch auf dem Feld. Josh Richardson, okay. John Wall verteidigt von Markelle Fultz. Richardson. Okay, was ist jetzt hier gerade der Plan? Durant. Ah, es gibt einen Dreier für Christian Wood, der ist aber nicht wirklich gut. Ah, naja, keine Ahnung. Keine wirklich überzeugende Offense hier. Beim ersten Play. Cole Anthony für die Magic. Durant hilft gut aus. Oh, come on. Durant kriegt der Cole Anthony nicht vom Scoren abgehalten. Deswegen die 9 Punkte Führung. John Wall jetzt. Wall mit dem Handoff für Kevin Durant. Boah, der kriegt nicht das End-One, aber geht zumindest an die Linie. Wir wechseln uns mal Jaden Hardy rein. Okay, die erst mit 11 Punkten. Okay, das ist auch ein bisschen wenig. 0 von 4 Dreier-Mannen, die glaube ich gerade unten auch. Noch nicht das Spiel von Kevin Durant hier. Wer hat denn dann gescored bei uns? Hardy auch nur 14, Wall mit 10. Ich habe natürlich viele Leute, die zweistellig scoren. Timeout jetzt der Magic. Aber ich meine, gerade von dem KD erwarten wir es natürlich schon eigentlich seine 30 Punkte pro Abend. Ohne da jetzt die Erwartungshaltung zu hochsetzen zu wollen. So. Bamba drin, Wood, Durant, Hardy, Wall. Ja, ich glaube, das sieht sehr vernünftig aus. Ich überlege, mit Duncan Robinson zu spielen. Und ja, ich glaube, wir machen so. Holen Wall erstmal runter. Und okay, Vucevic scheinbar hier bester Spieler bisher. Der ist ja in echt jetzt mittlerweile gar nicht mehr bei den Magic. 21 Punkte hier gemacht. Nicht schlecht. Sollten wir jetzt mal anfangen zu verteidigen. Bamba gegen Isaac. Oh, come on. Jonathan Isaac dürfte da in der Zone eigentlich auch nicht so easy scoren gegen Mo Bamba, seinen ehemaligen Mitspieler. Kevin Durant. Kickt raus. Christian Wood, offener Midranger. Bro. Macht ihn nicht. Jaden Hardy zieht in die Zone. Oh, verliert den Ball. Jungs, was ist da los gerade? Läuft gerade gar nicht gut. Okay, mit dem Midranger. Oh, geht zum Glück auch nicht rein. Und Vucevic stiehlt uns den fast. Jaden Hardy in Transition kickt raus zu KD. Warum auch immer nimmt er keinen Dreier. Aber den Midranger macht er zumindest rein. Kevin Durant hätte ruhig mal an die Dreierlinie gehen dürfen. Schön gespielt von Jaden Hardy zumindest. Oh, und das End-One. Come on, Jungs. Gut, dass wir noch 4 Minuten haben hier. Aber gefällt mir gar nicht, wie die Magic hier gerade abgehen. Kevin Durant. Zaubert bisschen. Gucken, Duncan Robinson soll sich da mal abseits des Balls freilaufen. Macht er noch nicht so richtig. Ah, KD schwierig. Robinson mit dem Dreier. Obama mit dem Offensivrebound wichtig. Isaac schon mit seinem fünften Foul. Obama macht den ersten 2 von 8 aus dem Feld auch erstmal Obama. Macht auch den zweiten. Come on. 8 Punkte Rückstand weiterhin. Und White jetzt auf dem Platz für die Magic. Derrick White ist durch, ne? Screen von Vucevic. Robinson geht drüber. Oh, und kommt dann nicht mehr hinterher. Eieiei. Das sieht gerade nicht so gut aus.
Christian Wood. Pick and Roll mit Kevin Durant. Und KD mit dem schönen Anspiel auf Christian Wood. Ja, das sah doch mal schön aus. Gutes Anspiel. Aber wir kommen irgendwie nicht so richtig näher gerade. Kel Fultz. Wieder das Pick and Roll. Ah, der ist schwierig. Ja, macht ihn nicht. Let's go. Transition über Jaden Hardy. Mobamba kommt mit. Oh, oh mein Gott! Alter, Jaden Hardy versucht einen Self-Alley-Oop. Das war natürlich nicht geplant. Oh, KD verliert den Ball beim Spin-Move. Männer, Männer, Männer. Fällt mir gar nicht gerade. Duncan Robinson hier gerade defensiv auch viel zu viel eingebunden. Oh, der offene Dreier für Isaac geht zum Glück nicht rein. Transition, KD. KD wollte gerade sagen, den muss er da eigentlich in den Korb reindrücken. Macht das auch gut, setzt seinen Körper da ein gegen Derrick White, darf er eigentlich keine Probleme haben. Jetzt erstmal nochmal Timeout. Ich überlege doch wieder Richardson reinzubringen, weil es defensiv schon besser wäre auf der anderen Seite. Ja, doch, ich glaube, wir machen das, weil Robinson natürlich jetzt seinen Dreier bisher auch noch nicht überragend getroffen hat. Ansonsten bleiben wir erstmal gleich. Okay, Christian Wood stand da einfach schon ganz vorne, warum auch immer. Wird jetzt John Wall auch eingewechselt, wo wir es gar nicht gemacht haben. Nice. Egal, John Wall muss dann eben jetzt mal kurz richten. Oh, come on! Ey, wir sind da in der Zone, bringt gar nichts. Ich weiß nicht, was Fullsender da so easy reinmacht. Ich glaub's nicht. Wall kriegt den Screen gestellt. Oh mein Gott, John Wall, let's go! Schicker Move von John Wall. Holt den Ball sich da hinterm Rücken von links nach rechts. Boah, der sah schick aus, würde ich mal sagen. Rechten Stick nach rechts gezogen. Sehr nice. Aber wir brauchen halt jetzt Defense. Oh, let's go. Ah, come on, Durant mit der Hand zwar drin, aber gibt natürlich Ballbesitz für die Magic. Gucken, wo der Ball jetzt hingeht. Geht zu Okeke. Fultz mit dem Dreier, der ist schwierig. Ja, wichtig, dass die Hand von Bamba dran ist und wir den Rebound bekommen. Christian Wood. Ey, come on! No, Christian Wood lässt sich den Ball da rausstehlen. Mo Bamba mit keinem guten Time beim Block. Und Junge, sieht aus, als würden wir hier mal wieder ein Spiel verlieren. Boah, vor allem, wenn wir dann noch direkt den nächsten Turnover so reinspulen lassen. Richardson jetzt hier. Ah. Eieiei. Ja, gut. Defensiv ist natürlich auch wirklich gerade nicht glorreich. KD mit dem ganz schweren Dreier. Ja, ich glaube, wir können den Rest simulieren. Präsentieren wir uns den. Oh, in der Simulation kommen wir sogar nochmal ran. Aber kein gutes Spiel. Gehört auch mal dazu, natürlich. Wir werden jetzt hier auch nicht mehr ohne Niederlage durch die Saison kommen. Ganz klar. Völlig klar. Und ja, Award-Kandidaten. Hat sich aber nicht so viel verändert. Oh, Jalen Johnson wieder beim Six Man of the Year dabei. War ja zwischendurch raus aus dem Rennen, als KD sich verletzt hatte. Ist jetzt schon wieder dabei. Ja, wir gehen direkt weiter. Teamchemie ging, glaube ich, direkt 1% runter. Also Männer, wir müssen wieder reinkommen, direkt am besten. Oh, zwischendurch hatten wir eine Phase, sind wir in der Simulation ganz schön durchrasiert. Ah, jetzt haben wir uns gerade zwischendurch schwer getan, aber kaum habe ich mich beschwert, läuft wieder. Kevin Durant, 40 Punkte droppt, sehr nice. 40, 8 und 8 von Durant. Hardy mit nur 13 Punkten. Ja, aber sehr schön, sehr schön. Kann mal in der Rotation gucken. Will ich lieber noch ein paar Minuten an Jaden Hardy abgeben. Ansonsten Kuh so kalt, ist natürlich nicht schön. Wir haben natürlich, wie gesagt, auf den beiden großen Positionen nicht unbedingt viele Minuten.
Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Okay, gegen die Bulls tun wir uns ja auch wieder ein bisschen schwer. Ja, wobei sie doch noch. Ey, wir lassen das Spiel immer lange offen, ne? Also die ersten beiden Viertel auch verloren. Und dann aber in der zweiten Halbzeit solide Hardy. Spielt warum auch nur 22 Minuten. Ich habe ihm gerade noch mehr Minuten gegeben. Macht aber 28 Punkte. Was war mit Kevin Durant los? Kevin Durant in 35 Minuten nur 13 Punkte. Hier unsere erste Scoring-Option auch eigentlich, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Durant hat schon seine Gründe, warum er nicht Platz 1 ist bei den MVP-Kandidaten. Auch wenn er, ich weiß gar nicht, was hat er für Punkte pro Spiel? Ah, 28,6. Gleich auf mit LaMelo Ball. G-League-Führende, wer ist da so dabei? Cassius Winston mit einer 84. Nico Mannion mit einer 84. Den kennt man ja gerade auch in echt bei den Warriors. Ich weiß gar nicht, Winston ist aus dem 2020er Draft. Sagt mir gerade gar nicht, was um ehrlich zu sein. Jalen Harris. Ryan Burkov. Ja, aber die Leute, was sie hier teilweise für Ratings haben, ne? Ist ja unnormal. Kann man hier mit irgendjemandem verhandeln? Nee. Gibt es hier noch G-League Free Agents? Ich glaube auch nicht, ne? Ah, doch. Ricky Rubio ist dabei. Thaddeus Young. Sind natürlich jetzt für uns auch nicht so interessant. Normale Free Agents, Najir Little. Maxi Kleber immer noch dabei. Der spricht mich ja nach wie vor an, aber ich glaube, wir haben zu viele Leute im Kader. Können da gar nichts machen. Insofern, ja, oh, Kevin Durant auf jeden Fall zweites Mal noch Spieler der Woche jetzt gewesen. Rookie des Monats, zweimal Jaden Hardy schon, aber trotzdem nicht in der Rookie of the Year-Debatte in den Top 3. Muss man nicht verstehen, will ich ganz ehrlich mit euch sein. Muss man nicht verstehen. Wir gehen noch in das Spiel gegen die Pelicans und danach soll ich die Folge auch schleunigst hochladen, weil ich bin jetzt gerade schon um 13 Uhr und die soll ja um 14 Uhr online sein. Oh, jetzt wird aber nochmal eng. Ah, oh, nee, doch nicht, noch nicht. Ah, in der Simulation läuft's. Durant mit 30, 6 und 6, Richardson mit 28 Punkten, 12 von 16 aus dem Feld, okay. Sieht sich auf einmal wieder in einer größeren Scoring-Rolle hier. Jalen Johnson mit 19 Punkten, Jaden Hardy mit 18. Sehr nice, wollte ich sowieso nochmal gucken, wer so, abgesehen von Durant bei uns, die Zahlen gut auflegt. Hardy, zweitbester Scorer hier in seiner Rookie-Saison. Warum ist seine Moral aus dem Häuschen? Steht hier was? Im Hinblick auf die Art und Weise, wie Dinge hier geregelt werden, fühle ich mich aus dem Häuschen. Okay. Also jetzt positiv oder? Durant ist entzückt, Moral. John Wall ist entzückt. Okay, Christian Woods ist genervt immer noch. Ich bin geschockt, dass ich nicht ins All-Star-Team geschafft habe. Ah, tut mir leid. Mo Bamba. Ich fühle mich unruhig. Bin zufrieden, als ich das Spiel über das gewonnen habe. Ich möchte stärker an die Spieltaktik involviert werden. Okay. Richardson. Zufrieden. Franz Wagner. Ah, fühlt sich befriedigt. Duncan Robinson ist zufrieden. Alex Hus ist aus dem Häuschen. Ja, wahrscheinlich. Ey, selbst Boban ist hier. Jawohl, Boban ist auch erfreut. Okay, dann machen wir alles richtig. Nee, aber ansonsten auf jeden Fall echt einige Leute, die hier zweistellig scoren. Franz Wagner leider nicht mehr aktuell. Wie sieht es hier beim Dreier aus? Gucken, ob da Robinson mit 47,7%, Durant aber mit 50% noch vor ihm. Durant, kann mir auch keiner erzählen, dass der hier keine MVP-Saison spielen soll. 56% aus dem Feld, 50% Dreier bei 28,6 Punkten pro Spiel, 7 Rebounds, 6 Assists, ein Steal, ein Block. Kann man so machen aus meiner Sicht, beim besten Team im Westen, oder? Sind wir es noch? Ja, sind noch das beste Team hier im Westen. Obwohl, warte, 44-20, 43-19. Ja gut, die Suns haben sogar eine bessere Win-Percentage bisher hier. Aber scheint hier nicht so wichtig zu sein. Ich würde sagen, das war's auch wieder für die Folge. Wir kommen hier so langsam voran, kommen so langsam in Richtung Playoffs. Ja, wir schauen weiter, wie es aussieht. Es macht auf jeden Fall gut Bock aktuell gerade. Hier so ein bisschen auch mal zu dominieren, nachdem wir zwei Saisons hatten, wo es teilweise auch wirklich gar nicht schön lief. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.